Ne? Das ist in Paragraph 90 SGB 9 ein bisschen verklausuliert ausgedrückt. Da steht, die Vorschriften gelten nicht. Ja, und die Vorschriften, die hier gemeint sind, sind die Kündigungsschutzvorschriften für den Schwerbehinderten-Gleichgestellten. Ja, das geht bei 85 los. Ja, die Vorschriften dieses Abschnitts gelten nicht. Sehen Sie das? Ja, das bedeutet, die Kündigungsschutzvorschriften gelten nicht für einen Schwerbehinderten in den ersten 6 Monaten seines Arbeitsverhältnisses. In den ersten 6 Monaten des Arbeitsverhältnisses hat der Schwerbehinderte keinen Kündigungsschutz. Und hier kommt wieder eine Grundregel. In den ersten 6 Monaten hat niemand Kündigungsschutz. Und von dieser Regel gibt es nur eine Ausnahme, nämlich, es gibt nur eine Ausnahme von dieser Regel. In den ersten 6 Monaten hat der Betriebsrat keinen Kündigungsschutz, weil er in den ersten 6 Monaten noch gar nicht Betriebsrat werden kann. Der Auszubildende auch nicht. Einzige Ausnahme ist die Schwangere. In den ersten 6 Monaten des Arbeitsverhältnisses, Auszubildende ist was anderes, das Auszubildungsverhältnis, das ist wieder ein separater Film. Ja, das schauen wir uns separat an. Ja, ich rede von den ersten 6 Monaten des Arbeitsverhältnisses. In den ersten 6 Monaten des Arbeitsverhältnisses hat niemand Kündigungsschutz. Betriebsrat nicht, geht noch gar nicht. Schwerbehinderte nicht, Paragraph 90. Ja, einzige Ausnahme, die Schwangere. Normaler Kündigungsschutz, allgemeiner Kündigungsschutz nach Kündigungsschutzgesetz gilt auch nicht, weil was war die persönliche Voraussetzung für die Gültigkeit des Kündigungsschutzgesetzes? 6 Monate und ein Tag Betriebszugehörigkeit. Erinnern Sie sich? Haben wir vorhin notiert. Ja? Also Grundregel. Ja? Im Arbeitsrecht gibt es sehr wenig Grundregeln. Das ist der Grund, warum selbst ich bei den Personalverkaufsleuten 6 Tage brauche für Arbeitsrecht. Weil es so viele Ausnahmen gibt und so wenig Grundregeln. Aber hier ist eine. In den ersten 6 Monaten des Arbeitsverhältnisses hat niemand Kündigungsschutz und da gibt es nur eine Ausnahme, nämlich die Schwangere. Ja? Lernen ohne Leiden. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.